Hallo, so schön, dass du da bist, hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich mit dir eine Meditation teilen, die dir dabei helfen kann, das Vertrauen für den Fluss des Lebens zu aktivieren und dich selbst einmal fließen zu lassen, fließen voller Vertrauen und Intuition in dein eigenes Leben hinein. Für die Meditation lade ich dich ein, dass du dich allem entledigst, was dich gerade ablenkt. Wenn deine Kleidung etwas eng sein sollte, öffne sie, zieh sie auch gern aus. Sorge dafür, dass es dir gut geht, trinke vielleicht noch einen großen Schluck Wasser und mach es dir so richtig bequem. Du kannst dich für die Meditation aufrecht hinsetzen und solltest du hier eine Herausforderung in deinem unteren Rücken haben, polstere ihn ganz einfach aus, sodass du etwas Stabilität in der Aufrichtung bekommst. Du kannst dich alternativ auch auf den Boden legen und dich hier insgesamt erden. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß mit dieser heutigen Meditation. Wenn du dich bereit fühlst, du dich wohlfühlst und alle Störfaktoren hier beseitigt hast, lade ich dich ein, deine Augen zu schließen. Lenke hier deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Beobachte ihn, wie er heute für dich fließt. Versuche hier wertfrei und ohne ihn in eine Bahn zu schieben, einfach mal zu beobachten, ob er oberflächlich, schnell, tief und langsam verläuft. Alles, was du hier siehst, ist okay. Alles, was du spürst, lass es einfach sein. Mit deinem nächsten Einatmen stelle dir vor, wie du deinen eigenen Atem sehen kannst. Hierfür lasse vor deinem inneren Auge das Bild von einem ganz, ganz seichten und kleinen Bach entstehen, der durch das grüne Moos eines Waldes sich schlängelt. Sehe das ganz zarte Rinnen. Spüre die Frische. Vielleicht kannst du die Erde riechen. Und lasse dich hier hineinfließen in diesen kleinen, winzigen Bach. Das kleine Plätschern um dich herum. Und sehe dich selbst hier in diesem Bach dahin fließen. Sehe über dir die riesigen Bäume, das Moos, vielleicht ein Tier, ein Käfer, Vogel, ein Reh. Alles, was du wahrnehmen kannst, lass es sein, ohne es zu bewerten, ohne hier deine Gedanken daran zu verlieren. Und lasse dich weiter fließen, immer weiter und tiefer in diesen Wald hinein und spüre, dass der kleine Bach mal etwas wilder und schneller verläuft, dann wieder ganz ruhig, dass er an einer Stelle ankommt, wo das Wasser sich wie in einem Becken sammelt und dass hier das Wasser sich beruhigt und einfach nur sein darf für einen Moment. Um in einem weiteren Moment weiter zu fließen. Stelle dir nun vor, dass dieser kleine Bach allmählich immer wilder und wilder wird, dass er immer tiefer wird und seine Ufer sich voneinander entfernen. In der Ferne siehst du
dass der Bach in einen großen Fluss mündet. Spüre einmal in dich hinein, was das mit dir macht. Sehe, dass vor dir eine Veränderung ansteht. Sehe, dass du einfach fließt, dass du es nicht aufhalten kannst, dass du um dich herum noch weiterhin das Moos siehst, was an dir vorbeischnellt und was nun immer schneller vorbeizieht. Dass das Wasser immer unruhiger wird, dass die Steine etwas größer, dass eventuell um dich herum kleine Stücke und Fasern sich mit dir zusammenbewegen. Und sehe nun, dass du dich selbst am Scheitelpunkt bewegst und dass du nun in diesen riesengroßen Fluss hineintreibst. Und dass hier die Bewegungen andere sind. Dass das Fließen auf eine gewisse Art und Weise machtvoller ist. Dass es immer und immer und immer weitergeht. Dass hier die Stromschnellen noch mächtiger sind, noch schneller, noch größer und dass du ganz einfach dich ihnen hingibst und dass du, umso weniger du gegen sie ankämpfst, einfach über sie hinweggleiten kannst. Halte dich nicht fest, versuche nicht gegen anzukämpfen. Fließe, fließe. Sehe auch, dass die Ufer sich verändern, dass sie nun viel weiter voneinander entfernt liegen, dass sich die Landschaft verändert. Von diesem zarten Waldboden hin zu einem riesengroßen Urwald. Sehe die dichten Pflanzen auf beiden Seiten, undurchdringlich und wie du in der Mitte auf diesem Fluss durch sie hindurchfließt. Spüre, dass der Fluss noch einmal an Geschwindigkeit zunimmt, dass er immer stärker und stärker wird. Und gebe dich dem hin. Richte deinen Blick nach oben zum Himmel und sehe, dass hier allmählich sich die Farben verändern von einem tiefen Blau hin zu einer Farbenpracht von rosa, orange und immer dunkel werdender Nuancen. Halte deinen Blick auf die Konstante über dir und spüre, wie weiterhin der Fluss die Kontrolle über dich selbst übernommen hat. Sehe hinauf und sehe, wie der Himmel sich verändert, doch konstant bleibt. Wie er hier über dich wacht, dich zudeckt. Sehe, wie das Licht allmählich schwindet und wie die Sterne allmählich aufgehen. Wie sie Stück für Stück heller werden. In dem Moment, wo das Sonnenlicht erlischt. Unter dir die Geschwindigkeit nimmt noch einmal weiter zu, immer weiter und weiter. Und werde dir bewusst, dass du deinen Fokus weiter zum Himmel richtest und du unter dir das Geschehen zwar wahrnimmst, du voller Vertrauen dich dem Leben übergibst. Werde dir bewusst, dass in einem Moment das Wasser unter dir schwinden könnte. Werde dir bewusst, dass vor dir große Stromschnellen, gefährliche tiefe Wasser und unendliche Wasserfälle warten könnten. Werde dir bewusst, dass alles sein könnte. Und behalte deinen Blick weiter zum Himmel, auf die Sterne, die über dich wachen, auf das zarte Blau, was dich zudeckt.
und lass alles geschehen, was um dich herum geschieht. Und bleibe mit deiner Aufmerksamkeit am Himmel. In einem Moment bereite dich darauf vor, dass du fallen könntest. In einem Moment bereite dich darauf vor, alles loszulassen. Ich lade dich ein, deine Fäuste ganz fest zusammenzupressen. Schicke Energie hier in deine Fäuste und richte deinen Blick weiter zum Himmel. Vertrauen. Und vielleicht möchtest du hier laut oder für dich selbst die Worte wiederholen. Ich vertraue jetzt dem Fluss des Lebens. Ich vertraue darauf, dass wenn ich loslasse und falle, ich aufgefangen werde. Ich vertraue darauf, dass alles so wird, wie es für mich sein soll. Danke, danke, danke. Und in einem Moment, wenn ich auf drei gezählt habe, lässt du deine Fäuste frei, lässt die Energie fließen. Doch zuerst zähle ich auf eins. Bündel noch einmal die Energie, schicke noch mehr Energie in deine Fäuste und schaue zum Himmel. Sehe, dass der Mond aufgeht. Und zwei, sehe das zarte Leuchten des Mondes. Sehe, wie er über dich wacht, wie du dich bewegst und er trotzdem konstant über dir steht. Und drei, lass die Hände los und du fällst. Du fällst hinab an einem riesigen Wasserfall. Und du fällst, 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 fällst immer tiefer und tiefer. Und in einem Moment tauchst du ein in das Wasser. Jetzt. Du bist aufgefangen. Aufgefangen vom Fluss des Lebens. Aufgefangen. Hier. In dir selbst. Aufgefangen. Und sicher. Danke. Stelle dir vor, wie du hier. Lenke nun den Fokus vom Himmel auf deine Umgebung und sehe, dass du dich in einem riesengroßen See befindest und dass allmählich der Morgen anbricht. Und wie die Nebel über dem See allmählich aufsteigen und wie du selbst ganz feinstofflich hinaufsteigst und dass du immer zarter und zarter wirst und dass du allmählich in deiner feinstofflichen Form zurück in den Körper gelangst, dass du wieder deinen Atem spürst und dich selbst mit all deinen Erfahrungen in dein System integrierst, integrierst, integrierst. Komme wieder ganz tief in dir an und spüre, dass du auf dem Fluss des Lebens jederzeit voller Vertrauen und Intuition weiterreisen kannst. Kannst du zur Unterstützung beginnen, deine Finger zu bewegen, deine Arme kreisen, deine Schulter nach hinten bewegen. Bewege dich ganz intuitiv, so wie es sich für dich richtig anfühlt. Und sobald du soweit bist, öffne deine Augen und komm zurück in das Hier und Jetzt.
Herzlich willkommen zurück. Ich wünsche mir von Herzen, dass die Meditation für dich ganz tiefgehende Erkenntnisse ausgelöst hat, dass du dich selbst hier gespürt hast und dass du in einer Art Hilflosigkeit ein Geschenk findest. Ich freue mich, wenn du dich mit mir austauscht und bis dahin denke immer daran, du bist wundervoll und einzigartig. Bleibe bewegt, deine Marie.